Weiter geht's. So, jetzt geht's los. Markus, lauf bereit. Ich bin schon auf bereit. Nein. Wir sind gerade irgendwie auch schon wieder rausgeflogen. Bei mir auch nicht. Du bist auch nicht. Du musst nochmal einfach kurz X drücken. So, jetzt. Dann drücke ich jetzt nochmal. Jetzt. Also das ist für mich jetzt auch definitiv die letzte Runde. Das ist. Ja, machen wir danach halt noch. Komm, machen wir noch zwei Runden. Also die und den eine noch, dann kann. Dann habe ich perfekte Folge. Weil es ist echt frustrierend, es ist wirklich frustrierend. Ja, ich weiß, was du meinst. Also wie gesagt, das Spiel wird verschwinden bei mir definitiv. Ich hab auch bei mir auch. Okay. Weil jetzt überleg mal jetzt, ne, wir spielen jetzt seit einer Stunde, ja, und von dieser Stunde habe ich 5 Minuten gespielt und den Rest gucke ich anderen Leuten beim Spielen zu, ja, kann ja Twitch gucken. Nee, gut, klar, dann nehmen wir es runter, dann nehmen wir es raus und zunächst. Aber war ja trotzdem Versuch, ne? Ist ja okay. Ja, alles gut. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, haben gemerkt, ist scheiße. Ja, jetzt ist die hier richtig Spaß hat, ist sie won. Ja, die kommt. Ich hab's auch erst einmal geschafft, dass ich das Spiel spiele, mit euch in die zweite Runde zu kommen. Ich hab's noch nicht einmal geschafft, noch nicht einmal. Und weißt du, und ich schon hab wieder immer das gleiche Spiel. Immer diese Scheiße, ganz. Ich bleib hier jetzt stehen, ich lauf gar nicht mehr. Ja, wieder mal. Also, das ist, glaube ich, für mich jetzt auch das dritte Mal, dass ich in der ersten Runde an diesem Spiel spiele. Das dritte Mal? Dritte Mal hintereinander, glaube ich jetzt, ja. Mehr. Ich bleib hier jetzt stehen, die können mich am Arsch lecken, ich mach nicht mehr. Kein Bock mehr. Ich komme meistens über das zweite Hindernis. Und da unten noch den. Weiter, geh mal weg. Das ist doch so ein blöder Papagei, der versucht mich die ganze Zeit mitzuziehen. Aber ich stehen bleibe. Alter, du solltest weiterrennen. Ich komme nicht weiter. Lach mich kaputt, die Leute sind auch so dämlich, ey. Es ist unfassbar. Mit ihrem Gruppengekuschel. Ich stehe noch am Start, ne, weil ich nicht einsehe, um jetzt weiter zu rennen. Ein Spieler so, versucht mich links. Die ganze Zeit zu schubsen, dass ich endlich losrenne. Aua. Ich könnte mich kaputt lachen. Der wird jetzt rausfliegen aus der Runde, weil der mich versucht mitzuziehen. Lustig. Nein, ich bin schon wieder unten. Scheiß jetzt so. Nein. Oh, die Hälfte ist schon drin, ja. Ich verraff das jedes Mal, diese scheiß Karte. Ah, egal. Ich komme nur bis zu dem gleichen Punkt. Grade. Bei mir? Ich glaube, er mag dich, ja. Ich glaube, er mag dich. Die ganze Zeit. Wer hat jetzt wegen mir verloren? Weil er einfach nicht mitgerannt ist. Er mochte dich. Ja. Und hat voll die. Weißt du, er wollte schmusen. Und ich habe ihm die kalte Schulter gezeigt. Das weint er wahrscheinlich den ganzen Tag. Aber da war mir jetzt echt zu doof, ne? So, unsere letzte Runde. Obwohl, nee, sind wir noch durch. Letztes Spiel ist ja dann. Ist überhaupt irgendwer weitergekommen jetzt? Ja, ne? Ja. Ja, also keine Überraschung. Wer auch sonst? Diese Fracht so eigentlich. Eben eigentlich schon, ja. Ach ja. Könnte in der Zeit meinen Cable Guy auspacken, ne? Wen? Dein was? Mein Cable Guy. Ich hab ein Cable, hab mir einen. Ich schicke euch gleich mal eben ein Foto. Ja.
Alter, blöden. Ich will das Wort nicht benutzen, weil ich spiele. Aus direkt vor der Z- Nee, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Sorry. Nee, komm. Das war's ja. Raus. Ich mach auch keine Runde mehr. Das ist für mich hier. Oh. Das ist doch frustrierend. Komm, Markus, ja, eine Runde und mach noch mit. Nee, nee, ich mach keine Runde mehr. Sorry. Nein. Aus, aus und vorbei. Ich beende auch die Übertragung jetzt hier. Danke. Und. Aber was dein Vorschlag? Aber ich muss auch sagen, für mich persönlich, mein Spiel ist es nicht so wirklich. Ja, ich hab das damals vorgeschlagen. Ich habe aber auch nicht gewusst, dass die nur gefühlt 3 Spiele in dem ganzen Spiel haben, die man machen kann. Und weißt du, ich habe das damals auf einmal tauchte überall bei den ganzen, bei meinen ja, Formel 1 Leuten auf einmal überall Fall Guys auf den Kanälen aufgerufen. Das. Ich habe auch da das Gefühl, dass sie versuchen, irgendwie alle einen runterzuschieben. Bewusst einen runterzuhauen mit. Sieben Gigabyte, die ich mir sparen kann. Uff, tschüss. Das ist wirklich nervig. Da ist ja sogar Farming Simulator spannender als das. Ja, definitiv. Das könnten wir. Warte mal, wie lange gespielt haben wir es jetzt? Weil das haben nicht alle, ne? Ich doch nicht. Stimmt, okay. Ich hab nichts gesagt. Ja, wir könnten ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch mit der Woche jetzt aussieht. Ja, kommt. Also, wie gesagt, ich hab die Woche Urlaub, aber ich bin auch viel unterwegs. Also, ich müsste das dann spontan entscheiden. Okay. Also, abends ist bei mir eher schwierig, was gehe ich von aus? Tagsüber. Ja, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir würden uns eher auf die Wochenenden konzentrieren. Genau. Deswegen. Ja. Deswegen die Frage war schon wieder. Nein, das war ja nur mal einfach so eine Frage in den Raum gesetzt. Alles andere wäre ja spontan gewesen. Weil, wie gesagt, vor 19 Uhr ist doch bei ihr meistens. Ich weiß. Habe ich schon mitbekommen. Nee. Also, wie gesagt, ich habe die Woche zwar Urlaub, aber ich bin halt auch wirklich viel unterwegs. Ja, ist gut. Der Zorger ist jetzt auch schon mal runterschmeißen, das nervt mich. Allein das Zugucken macht mich schon aggressiv gerade. Ich habe euch mal hier meinen Kegel-Guy geschickt. Ich kenne den Film Kegel-Guy mit. Ja, das ist der nennt sich halt so, ne? Das Ding. Das ist halt entweder eine Handy oder Controllerhalterung. Ich brauche eine Controllerhalterung für meinen. Ja, nur einer rausgeflogen. Ach, das Bäumchen hier von. Genau, Groot, ich bin Groot. Diese Anfangsszene ist so geil, wo er tanzt und alles um ihn herum explodiert und Raketen und ja, so. Ja, ich, ne, brauchst du eine Umarmung? So. Nein. Ach komm, ja, ich umarme dich mal. Ich wollte ihn halt immer nicht mal so auf dem Schreibtisch rumfliegen haben. Und dann dachte ich, so was ist ganz, ganz gut. Weil ich habe so oft das Problem gehabt, dann lag der auf dem Schreibtisch, dann bin ich dann nämlich irgendwie an den Stick gekommen. Und weil ich benutze ihn halt bei GTA zum Beispiel nur zum Autofahren. Und dann habe ich dann öfters mal kurz die Autos der Kunden vor der Wand gesetzt, das war blöd. Ja, ich finde es schade, dass sowas auf der PS4 nicht machbar ist, sonst würde ich sowas auch gerne machen. Was? Na, Roleplay GTA. Hm. Also es macht mega Spaß auf jeden Fall, und wenn du dann wirklich die richtigen Leute um dich rum hast, dann macht es nochmal viel mehr Spaß, aber es ist echt auch sehr, sehr zeitaufwendig, ne? Also wenn ich habe gestern 9 Stunden gestreamt, ne? 9. Kennst du auf Twitch Gerrit? Ja, sicher kenne ich Gerrit. Ich liebe Smoker ist am besten. Sicher kenne ich Gerrit, aber ich habe Smoker im Spiel persönlich noch nicht getroffen. Oh, Smoker ist der Beste. Ja. Aber ich bin seit gestern mit Dings recht gut, recht eng, sag ich mal, mit Jaffa.
Ich weiß nicht, ob du Jaffa kennst. Nee, ich kenne nur Gerrit und dann hat hier einer meiner Lieblingsstreamer hat auch damit mit Roleplay angefangen, aber der streamt das nicht mehr so oft, weil er nicht darf, weil er Polizist ist und meistens in der Akademie ist und das darf er nicht übertragen, weil die da irgendwie da, die haben da so ein eigenes System und die wollen nicht, dass das öffentlich gezeigt wird, wie die trainieren und die Taktiken und. Das machen ganz, ganz viele. Das streamen ganz, ganz, ganz viele. Nur zur Info. Ja, aber ich weiß nur, bei dem auf dem Server, wo der spielt, ist das nicht erlaubt. Ach so, ich dachte, der wäre auch da auf dem Server. Nee, der ist auf dem anderen. Nee. Okay, ich dachte, der wäre auch auf dem Lack. Nee, und auf dem, wo der spielt, da ist der halt in der Polizeiakademie aktiv und da darf er nicht streamen, weil wenn die da ihre Klassen abhalten und so, das darf nicht übertragen werden öffentlich. Okay. Ja. Ich rede jetzt nicht von normaler Streife fahren, sondern ich rede jetzt wirklich von. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Quasi ausbildungsmäßig, ja, was machen oder so, ja. Die Smoker ist klasse. Ich habe letztens mal wieder bei dem geguckt gehabt, da ist er dann von so Gangstern entführt worden, als er gerade